Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ihr wundert euch heute, dass vielleicht das hier etwas liegt, ein Quilt. Das wollte ich, der hat eine Geschichte hinter sich. Und zwar war ich 2017 in den USA unterwegs und natürlich ohne Nähmaschine. Und wie ihr euch schon denken könnt, im ersten Ort, wo ich war, das ist eine kleine Stadt im Norden von Kalifornien. Der Name war, ich glaube, Shasta, genau. Und dort war ich, um einen Berg zu besteigen, den Mount Shasta, und bin dort ein paar Tage unterwegs gewesen und habe gedacht, oh, hier gibt es ja einen Quiltshop. Na, da war ja bei mir alles zu spät. Ein super kleiner Laden, eine ältere Dame da drin hatte 1000 Ecken und von einer Ecke in die andere, und ich war gefangen. Und ich dachte, ja, ich kann mir jetzt hier keine Schneidematte kaufen und Rollenschneider und alles sowas. Und dann fing ich mit ihr ein bisschen an zu plaudern, wo ich her bin und so weiter. Und da sagt sie, nimm doch diese kleinen Pre-Cuts, also die vorgeschnittenen Teile, diese Charmpacks. Das sind kleine Stückchen in so einem Bundle. 2,5 Inch, glaube ich. So eine kleine Packs sind das. Hier, also das ist hier gekauft, das ist nicht aus den USA. Aber solche kleinen Packs sind das. Und dann habe ich das gekauft für $2,50. Bei uns bezahlt man, ich weiß nicht wie viel, aber ist auch egal. Und dann habe ich mir Nadeln gekauft und so Handnähnadeln und eine Rolle Garn. Und eine Nagelschere habe ich ja mit, wenn ich unterwegs bin, so eine kleine darf man ja. So, damit war ich fertig. So, ich gedacht, gut, dann hat sie mir noch ein kleines Lineal gegeben. Ich weiß gar nicht. Doch, dieses Teil hat sie mir gegeben hier. Das ist schon total kaputt hier überall, aber ist egal, das habe ich gekauft und bin dann losgezogen mit meinem Kram. So, dann habe ich gedacht, ja, Bleistift habe ich mit, ist alles gut. Ich zeichne mir das an, wie ist denn nun ein Viertel Inch? Dann habe ich mir das hier hingelegt und habe mir den Viertel Inch angezeichnet mit dem Bleistift und jede Naht mit der Hand genäht, jede einzelne Naht. So. Mein Quilttop war fertig, also das hier. So, und dann bin ich in einen anderen Ort gekommen, bin ich weitergefahren nach Oregon, also ist weiter noch oben weiter, nach Roseburg. Bin dort in meiner Übernachtungsunterkunft und gehe dann noch ein Stückchen durch den Ort, um den Ort zu erkunden und ein bisschen was essen gehen. Und wo lande ich? Ihr ahnt es schon, in einem Quiltshop. Diese Frau war so nett. Ihr hat mir alles gezeigt, den gesamten Shop. Ich war da über eine Stunde drin und noch länger. Und da sagt sie, bring mal deinen Quilttop her. Dann hat sie mir, also da, die meisten Quiltshops, die sind ja nicht so ganz klein, aber in anderen Orten, der war ziemlich groß. Da ist der Shop. Dann kann man durch eine Tür gehen und da ist eine riesige Werkstatt. Ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze mit Schneidematte, Nähmaschine und eine ganz große Quiltmaschine stand da. Da stand eine Frau, eine ältere Dame, die hat da gerade einen Quilt vorbereitet mit Sandwich und Rückseite und hat den eingespannt in die Quiltmaschine und hat angefangen zu quilten. So. Dann hat sie mir gesagt, so, wie machen wir das dann? Ich brauche ja eine Border, die hat sie mir gegeben, ein Stückchen Stoff und dieses und die Rückseite. Und dann sagst du, kannst du alles hier machen, kannst du aufbügeln, das fließt und kannst nähen, wenn du willst. Nee, das wollte ich nicht, ich wollte ja den komplett mit der Hand nähen. So. Aber wir haben es zugeschnitten, sie hat mir dann Rollenschneider gegeben und Schneidematte und so weiter. Und dann habe ich mir das alles zugeschnitten vor Ort, habe mir das Vlies, das war ein Bügelvlies, habe ich mir gekauft und von der Seite aufgebügelt. Ja, und dann bin ich da wieder losgezogen und habe weiter genäht. Und irgendwann im November war er dann fertig. Das Interessante war ja,
in jedem Zimmer, wo ich übernachtet war, manchmal im Hotel oder in der Pension oder in so einem Motel, sind immer Bügeleisen. Wie wunderbar. Für mich total schön. Ich konnte bügeln, ich konnte mir das alles zurechtbügeln und fertig machen. Und mit der, ihr seht, es ist alles mit der Hand gequiltet. Da ist nicht ein Stich mit irgendwas. Dann habe ich mir ein bisschen was aufgezeichnet. Ja, das ist die Geschichte hinter diesem Quilt. Und den gebe ich nicht aus der Hand. Der wird nicht verkauft, sozusagen. Ja. Und dann habe ich natürlich Blut geleckt. Da habe ich gedacht, ach, das ist ja großartig. Mit so kleinen Teilen kann man Sachen machen, auch wenn ich unterwegs bin. Kann ich mir zum Beispiel auch ein Stuhlkissen machen oder ein ganz normales Kissen. Ja, das ist die Geschichte hinter meinem Quilt, den ich in den USA genäht habe. Ja, und dann habe ich natürlich in den USA so viel Stoff gekauft, dass ich mir ein zweites Gepäckstück kaufen musste, um es nach Hause zu bringen. Ich war ja nur mit dem Rucksack unterwegs. Ja, aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit den Leuten auch in Kontakt zu kommen, zu sprechen. Ja, von wo bist du denn? Ja, aus Deutschland. What? Und dann ging es los. Ja, komm, ich zeig dir das. Es war so schön. Und also mir ist die ganze Zeit, wie ich unterwegs war in den USA, ist mir nie irgendwas Komisches begegnet. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. So viele nette, freundliche Leute, ob es beim Tanken war oder in solchen Geschäften, in den Hotels oder wo auch immer ich war. Immer nette Leute getroffen, immer. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Behind the quilt. Ja, daher merkt ihr auch manchmal so ein bisschen meinen englischen Touch in den Videos. So ist das halt, ja. Und vielleicht noch eine Geschichte beim nächsten Mal, den Mariners Kompass, den muss ich auch noch erzählen. So, bis dann, tschüss.